Hallo, wir sind Nina und Tanja. Wir wollten euch heute mal die verschiedenen Tragen vorstellen, beziehungsweise was der Unterschied zwischen verschiedenen Tragen ist. Und wir starten jetzt einfach mal mit einer Halbschneidentrage, die kann man auch Halfbackel nennen. Und die Tanja macht sie jetzt einfach mal drum und dann zeigen wir euch, worauf man achten sollte und was da der Unterschied ist zu anderen Tragen. Die Tanja hat jetzt die Storchenwiege angelegt. Fakt ist immer, die hat einen Steg, den man einstellen kann fürs Kind, also so, dass die Trage von Kniekehle zu Kniekehle geht. Und hinten sind die Träger überkreuzt. Das heißt, wenn man darauf achtet, dass das Kreuz schon tief im Rücken liegt, dann stützt es auch wirklich die Wirbelsäule gegen das Gewicht, was nach vorne zieht. Und vorne wird immer ein schöner Doppelknoten gemacht, der hält dann auch bei allen Bewegungen. So, die Tanja hat zum Vergleich zur Storchenwiege jetzt mal den Didi Click angelegt. Das ist eine Repcon. Das heißt, der Unterschied zur klassischen Halfbackeltrage ist, dass die Träger auffächerbar sind, meistens ohne Polster. Man kann eventuell auch noch mal eins dran machen. Ansonsten ist wie bei der normalen Halfbackel auch der Steg einstellbar und meistens ist hinten auch eine Schnalle. Genau, hier ein bisschen mehr seitlich. Von der Idee her ist es so ein bisschen wie ein Tragetuch. Das heißt, man kann den Stoff schön breit auffächern jetzt bei der Trage. Das heißt, man hat also wirklich am ganzen Rücken das Gewicht schön verteilt. Als drittes haben wir jetzt einfach mal eine Vollschneidentrage angelegt. Man kann da auch Fullbackel zu sagen oder sogar auch Rucksacktrage, weil es ja von der Art fast so ist wie ein Wanderrucksack, nur eben nach vorne. Meistens haben die auch den Steg gut zum Einstellen und eine Schnalle hinten am Rücken. Der Unterschied zu einer Repcon oder einer Halbschneidentrage ist, dass man quasi die Träger zum Reinschlupfen hat und um hinten abzusichern, dass einem die Träger nicht abrutschen, braucht es immer diese Schnalle zum Schließen. Der Unterschied ist eben insgesamt, dass da gar kein Kreuz mehr ist, sondern wie beim Rucksack eben die Träger dann wieder nach vorne gehen.